Also ich schreibe seit, was weiß ich, 35 Jahren Bücher und das sind 25 Stück, von Männerfantasien bis über Buch der Könige, Pocahontas bis jetzt verschiedene Sachen. Die stelle ich jetzt nicht alle vor, aber sie drehen sich. Ein Thema, das durchgeht, ist menschlich-männliche politische Gewalt. Das ist Gewaltforschung. Es gibt aber genauso die Zweige von Kunsttheorie und Film, in Psychoanalyse, alles Mögliche. Sie haben ja in Ihrem Vortrag eben den Anders Breivik sehr in den Fokus genommen. Würden Sie dieses Beispiel als sozusagen eine Folge der Gewalt oder der Brutalisierung durch den Ersten Weltkrieg sehen oder sozusagen als ein Erbe des Ersten Weltkriegs für die jetzigen Generationen? Nee, direkt Erbe des Ersten Weltkriegs kann man das nicht nennen. Denn die Gewalt, die im Ersten Weltkrieg zum Ausbruch kommt, ist zum Teil vorher schon da. Sie wird nur durch den Ersten Weltkrieg potenziert, nimmt ganz andere Formen an. Angefangen vielleicht im amerikanischen Bürgerkrieg, wo zum ersten Mal Maschinengewehre in großem Umfang eingesetzt worden sind. Diese ganze Technologie explodiert völlig neu im Ersten Weltkrieg, einschließlich chemischer Waffen, Giftgas, die Tanks und. Und das gerät in die Hände von Leuten, die, ich sag mal ganz allgemein, einen gewaltbereiten Körper haben. Den hat auch jemand wie Breivik, den haben die Dschihadisten jetzt, den haben in den Gesellschaften, die überwiegend patriarchal, teils landwirtschaftlich, aber auch patriarchal städtisch, Unterschichten bestimmt sind, den haben aber ideologisch, ohne dass sie das selbst ausführen müssen, auch Richter und Teile der Elite. Also eine Gewaltbereitschaft liegt in großen Teilen des männlichen europäischen Körpers motorisch vor. Das ist der Unterschied zu der Gewalt bei den Frauen. Dort liegt sie nicht motorisch vor, muskulär und ausagierend in Gräben, sondern auf anderen Ebenen. Haus, Kinderbehandlung untereinander der Männer etc. etc. Also Frauen sind auch gute Faschistinnen im Zweifelsfall, aber in einer anderen Weise als Männer das sind. Und Breivik ist ein ganz klar männlich bestimmter Gewalttyp, der sich auch ganz klar von Frauen und allem, was an Frauen für ihn auflösend ist, absetzt, seine Sexualität einstellt, sein Körper trainiert auf dieses Attentat hin, Programme entwirft, wie Frauen dürfen an der Uni nicht mehr als Bachelor machen, sollen Kinder kriegen, aber abgesondert werden in extra Lager etc. Solche Programme, die man aus verschiedenen Teilen der europäischen Geschichte kennt, wo die Idee da ist, man schafft den Menschen, den man will in der Gesellschaft, selber. Leider müssen die Frauen die noch gebären, aber dann nimmt man sie ihn weg und macht bestimmte Sorten Soldaten aus ihnen. Und das verbindet Breivik in der Tat mit Gedanken aus dem Ersten Weltkrieg und 20er Jahre. Da sind die nämlich auch da. Wir schaffen den politischen Menschen, den wir wollen, neu. Ob mit Nazi, ob sozialistisch oder sonst wie. Das ist eine Idee dieser Männer. Man kann durch Gewalt Gesellschaften ändern, Menschen neu erzeugen. In dem Punkt sind sie wirklich antiweiblich. Okay. Das heißt, es gibt auch da tatsächlich aber dann ganz klare Verbindungslinien zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Nationalsozialismus, was zum Beispiel diese Vorstellung von Körperlichkeit oder von Männlichkeit angeht. Da gibt es eine ganz klare Kontinuität, weil die den Ersten Weltkrieg verloren haben. Die Männer, die den Freikorps und den anderen faschistischen Bünden sich sammeln, klar sagen, wir müssen gewinnen. Dieser Körper hat das Bedürfnis nach Unterdrückung anderer, das heißt als Sieg. Die Feinde müssen besiegt werden. Also lautet ihr Satz direkt nach Ende des Ersten Weltkriegs, solange wir verloren haben, ist der Krieg nicht zu Ende. Der ist in Hunderten von Texten so dokumentiert, genauso wie der Satz, wir sind der Krieg. Wir tragen den Krieg im Körper und sie steuern auf den Zweiten Weltkrieg, also Wiedergutmachung, was dann dem Hitler sehr entgegenkommt, indem er den deutschen Volkskörper als beschnitten darstellt. Das Saarland ist abgeschnitten und Oberschlesien und Norddänemark etc. etc. soll alles zurück. Tschechoslowakei, Sudetenland, wir holen das alles zurück. Das heißt, Hitler macht die ganzen 30er Jahre durch diese Politik, wir machen den zerstörten deutschen Volkskörper heil.
Und dem schließt sich dieser Mann auf dieser Ebene an, und zwar mit voller Absicht kriegerisch. Die wissen ganz genau, dass sie auf den Zweiten Weltkrieg zusteuern. Der Rest der Welt weiß das nicht so genau. Chamberlain in England täuscht sich und denkt, das ist nicht so. Die Deutschen, Prä-Nazis, Früh-Nazis wissen ganz genau und steuern mit voller Absicht auf den Zweiten Weltkrieg zu als Revision des Ersten. Wir gewinnen den jetzt. Sie haben in Ihrem Vortrag eben erwähnt, dass Sie den Begriff Mentalitätsgeschichte, wenn ich es ja richtig verstanden habe, ablehnen. Könnten Sie das in dem Kontext ein bisschen erläutern? Weil für mich erscheint das schon so, als gäbe es da eine sozusagen eine mentale Prädisposition irgendwie zu dieser Einstellung, dass man sagt, man gewinnt den Krieg und man hat da auch sozusagen dann das geistige Setting dafür. Mentalität ist ein Wort von Boris Becker. Tennisspiele gewinnt man im Kopf oder was die Fußballtrainer auch sagen, das meinen sie mit Mentalität, dass das Gehirn auch eine Rolle spielt. Natürlich spielt das eine Rolle, aber es ist wichtig, wichtiger zu sehen. Es gibt ja kein, wenn man ins Militär geht oder in bestimmte Männerbünde, kein Gehirntraining, es gibt ein Körpertraining. Der Körper wird trainiert, das Muskuläre wird trainiert, andere zu unterwerfen, sich durchzusetzen auf einer motorisch-muskulären Ebene. Und das ist erst in zweiter Linie mental. Es ist in erster Linie körperlich, motorisch, muskulär. Und daraus resultiert eine bestimmte Psyche. Nur deswegen, ich bin nicht dagegen, Ergebnisse von Mentalitätsprozessen, geistigen Prozessen spielen eine Rolle. Aber die Basis davon sind körperliche Vorgänge. Nur deswegen habe ich was gegen das Wort. Könnten Sie das denn in Bezug auf die Frauen in dem Kontext einmal kurz erläutern? Weil, wie Sie eben schon gesagt haben, auch Frauen können gute Faschistinnen sein, aber die werden ja eben gerade nicht in solchen Kontexten herangezogen, aber die werden ja auch sind ja auch einer Propaganda ausgesetzt gewesen. Ja, nicht nur ausgesetzt, sie haben die Propaganda ja auch zum Teil mitgemacht. Es ist ja niemand einfach Objekt einer Propaganda. Dass die Nazi-Propaganda so Fuß fasst unter den Deutschen, liegt ja daran, dass denen viel entgegenkommt, körperlich. Und diesen Zustand, die Grundlage, eine bestimmte körperliche Zerrissenheit, haben Frauen auch. Nur Frauen sind sozial und angehalten, also nicht trainiert, das motorisch, militärisch auszuagieren, sondern unter Bedingungen, wo sie nicht direkt scharf eingespannt sind in bestimmte Prozesse. Es ist ja bekannt, dass Frauen ihre Zerrissenheitszustände eher gegen sich wenden. Also depressiv werden, bestimmte Sorten Melancholie entwickeln oder das indirekt austragen gegenüber Kindern oder Verweigerung gegenüber den Männern und alles das. Das sind auch Formen von Gewaltausübung, aber nicht diese motorisch Gewalttätige. Und was diese zerstörten Körper aber eint, ist ihr Gedanke des Ausschlusses. Oder nicht nur der Gedanke, sondern der körperliche Zwang. Es muss etwas, das sie bedroht, weg. Das ist den Nazis wunderbar gelungen, zu sagen, das sind die Juden, die euch bedrohen, indem sie das Geld kaputt machen und Zins und die Frauen verführen und Blutvergiftung und diese ganze Geschichte. Das kann man, im Moment läuft das eher mit Roma und Islamleuten, denen man das zuschreibt, woran immer oder meistens ein bisschen was stimmt. Es gibt immer ein paar Leute, an denen kann man das zeigen, die scheinen das zu bestätigen. Dann bläht man die auf und macht daraus die Gesamtheit dessen, was einen bedroht. Die müssen dann weg. Und dieser Gedanke des Eliminierens, den haben deutsche Frauen im Faschismus genauso gehabt wie Männer. Die deutschen Frauen haben nur gesagt, die Juden weg aus Deutschland und sollen aufhören, unsere Töchter zu verführen und unser Geld kaputt zu machen. Und die Männer haben sie direkt umgelegt und in den KZs verbrannt. Aber der Gedanke des Eliminierens ist bei beiden Geschlechtern relativ gleich. Okay, dann habe ich eine abschließende Frage noch, und zwar geht es dann darum, wie denn eine erinnerungspolitische Aufgabe heutzutage aussehen kann, die diese Faktoren einfach auch mit beachtet. Ich weiß gar nicht, ob das erinnerungstechnisch unbedingt sein muss. Und es muss eine Wahrnehmung jetzt sein, unter zivilisierten Leuten. Die beste Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg macht man, oder den Ersten und Zweiten Weltkrieg, damit, dass man im zivilen Verhalten untereinander einsieht oder fordert, dass die Haut des anderen unverletzlich ist. Die Grenze in den anderen einzudringen ist die andere Haut. Da hat die Gewalt aufzuhören. Und wenn sich das als Verhalten in der Zivilgesellschaft durchsetzt, dann braucht man keine besondere Erinnerung. Dann kann man den Ersten Weltkrieg vergessen. Dann ist man in anderen Verhaltensweisen.
Die muss man entwickeln und die entwickelt man in Beziehungen und im zivilen Verhalten untereinander. Und das geht im Moment bisher am besten in den Formen, auch mit all ihren Behinderungen, die wir Demokratie nennen, weil es da bestimmte Ausgleichsvorgänge gibt, zumindest auf kommunalen Ebenen, Schulebenen, familiären Ebenen. Was Besseres haben wir nicht, also die Herrschaft irgendeiner Ideologie, sei es Faschismus oder Sozialismus zu fordern oder so, ist, glaube ich, geschichtlich überholt. Das sind Gewaltformen.